Okay, gut. Also ist das Überlebens Überlebenschance hier drauf, oder? Okay, aufladen. Alles okay. Jetzt liegt es an dir. Viel Glück. Achtung! Das Militärpersonal wird... Hallo, Sergei Sergejewitsch. Ich habe hier einen Mann, der gerne kämpfen möchte. Ein wahrer Hoch oben. Soldat für ihre Sache. Oben lang oder was? What the fuck? Lass mal spielen, ein bisschen missfällt sind diese ständigen Filmsequenzen und die ständigen, wo man einfach nichts machen kann. Muss vielleicht ein bisschen, mal nicht angucken. Das ist manchmal echt ein bisschen langweilig. Dort hätte man vielleicht anders machen können, dass man hier ein bisschen mehr Action reinbringt. Aber wir werden das andere gleich umdingsiert. Oh, das hat wohl nicht so gut. Nein, ich will die Szene nicht überspringen. Ich will eigentlich alles mitkriegen. Achtung! Der Zug ist bereit zur Abfahrt. Alle Soldaten mit Marschbefehl sofort aufsteigen. Jeder Frontsoldat, der auf dem Bahnsteig ist, nachdem der Zug abgefahren ist, wird wegen Desertation erschossen. Warum bist du in die Armee eingetreten? Ich bin meinen politischen Ansichten gefolgt. Also, ich bin wegen der Moneten hier. Und du? Okay. Ich? Geh zur Armee, haben sie gesagt. Schau dir die Welt an, haben sie gesagt. Mein Vater war Soldat in der Roten Armee und sein Vater auch. Ist Familientradition. Dann sag mir mal, Lev, ob es auch Tradition bei euch ist, Arme und Beine auf dem Schlachtfeld zu lassen. Sie waren glücklich, diese Opfer bringen zu können. Klar. Bin ich auch immer. Narren sind auch glücklich. Da ist eine schwarze Kapsel in meinem Munitionsbeutel. Was ist das? Ein Antibiotikum? Nein, das ist Cyanid. Für den Fall, dass der Feind dich gefangen nimmt. Was? Aber Gott verbietet Selbstmord. Ich würde direkt in die Hölle wandern. Hör zu, Altarjunge. Nein. Ein Gefangener der Faschisten wandert sowieso in die Hölle. Glaub mir, mit der Pille geht das schneller. Ich könnte mir niemals selbst das Leben nehmen. Dann gib mir deine Kapsel. Ich würde lieber zwei schlucken, anstatt in einem ihrer Lager zu verrecken. Gut, dann wissen wir das auch. Kapitel 4, Krieg. Selbst die Apokalypse hat uns nicht davon abgehalten, uns wegen Ideologien gegenseitig umzulegen. Ich bin dabei, durch die Front zwischen Faschisten und Kommunisten zu gehen. Früher haben die schon mal Krieg geführt und die Faschisten haben verloren. Sagen wir mal Zweiter Weltkrieg, würde ich jetzt fast tippen. Ja, gut, man kann natürlich auch ein bisschen singen. Langsam trifft es immer mehr den Zweiten Weltkrieg. Ganz, ganz kurz, das ist natürlich jetzt blöd, aber ganz, ganz kurz weg. So, da klingelte das Telefon und deswegen muss ich kurz runter. So, und jetzt bin ich hier runtergefallen. Na toll. Und die singen natürlich weiter. Mal schauen. So, einfach mal draufballern. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen da schon hin. Wow. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Kann ich hier nochmal ein bisschen sinnlos rumballern, bis sie mich endlich töten. Ja, das tut mich, dankeschön. Ja, das war einfach zu blöd, was ich da gemacht habe. Der Menschheit liegt nun in ihren Händen. Singen Sie mit mir. Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die steht. Werden wir bezahlt oder was? Selbst Marx hätte nicht von Ideen allein überleben können. Lassen Sie das Gejammere. Mut ist Geld.
Wir planen im Voraus. Ein volles Magazin für jeden. Aber von Erden. Na toll. Stecken wir uns einfach mal hier hinter. Ja gut, wir sollten am besten nicht schießen. Wir wollen ja nicht entdeckt werden. Front. Überqueren Sie die Frontlinie ins Territorium der Faschisten. Die Zukunft der Menschheit liegt nun in Ihren Händen. Singen Sie mit mir. So. Wacht auf, Verdammte dieser Erde. Was? Wollen wir einfach hier runterrennen? Kann das vielleicht auch werden? Muss natürlich. Das war dumm. Das war runterfallen. Machen werden. Die Zukunft von Lenins Metro und die Zukunft der Menschheit liegt nun. Was? Wenn wir hoffen, dass sie mich nicht bemerken. Auf Befehl des Gerichts der Revolution wird diese feige Rasse zu. Ruhe! Ja, ständig in Aufnahme gestört werden ist natürlich auch nicht gut. Oh, jetzt sind wir hier. Also, die haben uns schon entdeckt, aber wir müssten, glaube ich, nach oben. Auf einmal mal hier. Wow, eine Granate. Wie komme ich denn jetzt hier am besten, Ah, ich renne einfach mal wieder. Vielleicht ist das hier wieder der goldene Weg. Nein, es scheint nicht diesmal der goldene Weg zu sein. Ja, das ist mal wieder ein schön schwieriges Level. So, Massaker anrichten erstmal. Hat. Wow, weg. Also mal gucken, wie wir da oben am besten machen. Schleichen uns erstmal ran und hoffen, dass wir erstmal nicht entdeckt werden. Wow. Erstmal nachladen. Wow. Okay, das ist runtergefallen. Da bin ich runtergefallen. Dass man die nicht so leise stechen kann, das wäre doch vorteilhaft. Lol, das war eine Granate anscheinend. Nein, war sie doch nicht. Für bessere Waffen von Händlern verkauft hatten sie nach Munitionszwecks Stuben. Oh, scheu, ja. Wie viel Kugeln wir denn noch? Granate! Und weg. Und weg von der Granate. Ja, wie machen wir das denn jetzt am besten? Ja.
Ist natürlich jetzt nicht so einfach. Nicht, wie ich das schaffen soll.